So, das ist der offizielle Gamescom-Vlog. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich dachte, da so vielen Leuten Maya auf Mission gefällt, nehme ich euch mit auf die Gamescom. Es ist jetzt 12.05 Uhr. Mein Bruder holt gerade das Auto. Donnerstag, der, wie habe ich gesagt, 25. August. Und ich bin todmüde, weil man jetzt die Staffel 11 von The Walking Dead endlich bei Amazon Prime angucken kann. Und ich habe gestern zu viel The Walking Dead angeguckt. Jetzt bin ich müde. Ich habe 3 Stunden geschlafen oder so. Ich sterbe. Ich habe schon einen Löffel Kaffee gegessen. Das habe ich euch ja mal gezeigt in dem Video. Kaffee essen. Ich glaube, es ist aber alles vorbereitet. Das Haus sieht nicht total chaosmäßig aus. Beide Katzen haben wohl Essen für die nächsten. Weiß ich nicht, wie lange wir weg sind. Schon 14 Stunden. Sehen ist eigentlich nicht viel, aber sicher ist sicher. Und das, die Mrs. Whiskers ist sehr viel. So, meinen Rucksack habe ich. Die Karten sind auch drin. Ich habe meine Kamera, mein Handy. Aber natürlich bevorzuge ich Kameras, um Fotos zu machen oder aufzunehmen. Warum auch immer. Die Mrs. Whiskers, bist du fertig auf dem Klo? Ja, bist du fertig? Ja, das Katzenklo muss dann heute Abend sauber gemacht werden. Hier bin ich nochmal. So. Oh, Katzenanspannung. Naja. Also, damit das bis heute Abend hält, die Kamera und der Akku, sage ich jetzt Tschüss. Ich habe Luft im Bauch. Alles ganz schlimm. Oh, ich brauche noch meinen Sonnenhut, natürlich. Und wir sehen uns später wieder. Habe ich nicht vergessen. Eine Sonnenbrille weiß ich nicht. Ich habe keine Sonnenbrille mehr. Ungünstigerweise. Aber immerhin. Wo ist es denn? So. Ich habe offiziell schon mein Gamescom-T-Shirt angezogen. Gamescom. Und diese Hose. Ich habe hier mal eine Katze drauf gestickt. So, ich mache jetzt Pause. Das Video geht schon 2 Minuten. Tschüss. So, das ist der zweite Teil meines Vlogs. Wie wir sehen können, sitzen wir in einem sehr schönen Auto mit einem Panoramaschiebedach. Das heißt, wenn ich nach oben gucke, sehe ich die Bäume. Wir holen jetzt noch 2 Leute ab, die auch mit zur Gamescom gehen. Da ist das Schiebedach, da oben. Panoramaschiebedach. Achso, und da ist der Felix. Wer fährt uns heute? Da bin ich. Hier, andererseits bei meinem Auto gibt es hier hinten sogar Getränkehalter. Ich habe keinen, doch hier vorne ist einer. So, ich melde mich dann wahrscheinlich bei der ersten Raststätte wieder. Mal gucken, ob wir da noch andere Gamescom-Leute sehen. Nein, ist immer schön grün. Man merkt, dass wir im Trockensommer sind. Im Trockensommer. Gut, gut. Siehst du dir an, die Skyline. Beobachten. Ja, aber gib mir bloß kein Trinkgeld. Das folgen sie dir überall hin. Vorwürfe.
gestartet hat. Ja, ich zeig mich mal die Nummer 7. Sein, dass das als hätte sie einen Unfall verursacht. Ah ja, als hätte sie einen Unfall verursacht. So eine Art. Und ich bin wieder zu Hause. Das war doch ein sehr schöner und vielleicht ein etwas kurzer und ungesprächiger Vlog. Aber ich hoffe, ihr habt wenigstens ein paar ganz kleine Gamescom-Einblicke gewinnen können. Wie es so aussah, auch ein bisschen von diesem Konzert und so. Ich habe ja auch ein paar Bilder eingefügt. Ja, ich muss sagen,
Ein bisschen enttäuschend fand ich's, bin ich ganz ehrlich, denn die Gamescom ist viel kleiner. Das ist so unnötig. Wir haben diese Handy-App, ich habe mich ja in irgendeinem Video aufgeregt, dass man sein Ticket, dass man für sein Ticket so eine Handy-App braucht. Und die braucht man gar nicht. Ich habe ja die jeweils mich mit einem anderen Account eingeloggt dann in dieser App, habe einen Screenshot gemacht von dem QR-Code. Und hab das dann, hab den Screenshot ausgedruckt und den konntest du da als Papier unter so einen Scanner halten und das hat funktioniert. Das heißt, mein Bruder und dessen Freund und so, die haben die selbst nicht gebraucht, weil sie einfach diesen Ausdruck dann hatten, den man verwenden konnte. Abseits dessen ist die Gamescom sehr klein geworden im Vergleich zu früher. Und diese ganzen krassen Influencer, die ich damals auch so gesehen habe, wie zum Beispiel PietSmiet hier, Foto eingefügt jetzt vielleicht oder auch nicht, wie ich sie damals mit 13 Jahren oder so getroffen habe auf der Gamescom, sind alle nicht mehr da. Da ist einfach nichts mehr, so keine Influencer mehr, die man treffen kann, keine krassen Spiele, wo man sich denkt, ja, das muss man auf jeden Fall irgendwie vorher gespielt haben oder so, bevor es rauskommt. Also war echt nicht mehr so der Rede wert, muss man sagen. Die Gamescom ist richtig abgewrackt so inzwischen. Und ich in diesem Fall bin ich da, also ja, das ist natürlich sehr persönlich und sehr subjektiv, aber ich bin schon doch auch davon überzeugt, dass ich dazu in der Lage bin, das ein bisschen zu beurteilen, weil ich seit 2012, meine ich, oder 2013 jedes Jahr auf der Gamescom war. Eben abseits von Corona, da die ja da nicht stattgefunden hat. Und ich muss sagen, es war nett auf jeden Fall, aber so richtig, es hat nicht mehr so diesen Charme von früher. Und ich glaube, richtig viele Leute verstehen auch, was ich damit meine. Es hat einfach nicht mehr so dieses, weiß ich nicht, früher hast du viel mehr Zeug so geschenkt bekommen, irgendwie, keine Ahnung. Früher konntest du viel mehr so irgendwie machen, ich weiß auch nicht so genau. Richtig viele Hallen waren dieses Mal, ich weiß nicht, warum deine Kamera sich immer unscharf stellt. Richtig viele Hallen waren dieses Jahr abgesperrt für Business-Leute so irgendwie. Auch richtig unnötig, also für den normalen Besucher gar nicht zugänglich. Zwei oder drei Hallen waren quasi pur nur so Verkaufshallen. Da habe ich, glaube ich, auch vielleicht was eingefügt in dem Video. Also es war schon nett und so und wir hatten einen schönen Tag auf jeden Fall. Und ich bin mega froh, dass wir jetzt mal wieder hin konnten. Aber so ein richtiger Charme ist da nicht mehr so aufgekommen bei mir. Aber vielleicht werde ich auch zu alt, vielleicht bin ich zu pessimistisch, ich weiß es nicht. Was richtig lustig ist auf jeden Fall, bevor ich mich verabschiede, ich habe so viele Armbänder. Hier das offizielle Gamescom-Armband, also ich habe mir eins ausgesucht. Ich habe das mit den Regenbogenfarben genommen, einfach weil ich Regenbogen sehr mag und weil das ja auch einen schönen Hintergrund hat. Also rein, man weiß ja, was ich meine. Dann ist hier das rote Gamescom-Armband. Das war die letzten Jahre immer aus Papier. Keine Ahnung, warum die dieses Mal wieder so eins genommen haben. Das ist dieses Armband, das bescheinigt, wie alt du bist. Und dann habe ich hier noch das hier bekommen. Metal Hellsinger Gamescom 2022. Da habt ihr ja auch einen kurzen Ausschnitt gesehen. Das war dieses kleine Konzert, das die da gegeben haben. Das haben die da gegeben, weil die Musik, die da gespielt worden ist, wird in einem Videospiel verwendet. Ja, und das sind meine Ringe. Da sind drei. Und hier sind drei. Einer ist mir leider kaputt gegangen. Ich hatte hier an meinem Ringfinger noch einen Ring, aber der ist mir leider kaputt gegangen. Also habe ich nur drei. Bräuchte eigentlich noch... Hier am Daumen bräuchte ich noch einen Ring und hier am kleinen Finger. Und hier am Ringfinger und hier am kleinen Finger bräuchte ich auch noch einen Ring. Also von daher, ja. Naja. Also ich hoffe, euch hat dieser Vlog gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Mal gucken, wann ich das Video schneide und hochlade. Es wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, bevor ihr das angucken könnt. Und ich mache gerade noch ein bisschen Essen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und ich gucke jetzt gleich The Walking Dead, während ich esse. Darauf freue ich mich schon. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.